Und damit begrüße ich euch herzlich zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final hier bei eurem Tritallo. Ich habe jetzt einfach mal den Wishes seine Anmoderation geklaut. Und heute wollen wir hier in der Savanne mal rausfinden, was es denn hier mit dem Scargeist auf sich hat. Mittlerweile habe ich ihn schon ein paar Mal gekillt. Aber das scheint ihn nicht großartig zu beeindrucken. Ich meine, es ist ein Geist, ne? Wenn man Geister einfach so verprügeln könnte, um sie loszuwerden, dann wären Geister, glaube ich, nicht so wirklich das Problem. Die Viecher wirken riesengroß hier in der Löwenform. Und jetzt sollen wir uns hier durch die Gnu-Schlucht zur Oase fortbewegen. Und hier könnten... Ja, hier sind auch unsere Freunde, die Schamanenrelikte wieder hier. Und das... bedeutet auch, dass wir wieder eins bekommen können. Das ist nicht euer Scheiß Ernst, ne? Ja, aber so ist es leider immer. Wenn ihr es farmen wollt, dann braucht es ewig, bis ihr eins bekommt. Und wenn ihr einfach euch so durchkloppt durch die Welten, um weiter zu spielen, dann fällt es euch natürlich einfach so in die Hand. Aber gut, so soll es sein. Immer noch besser als keins zu haben. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen tiefer in die, durchs Ödland Richtung Dschungel. Lang ist, ich muss sagen, ich mag dieses, ich mag Scars, Scars Königreich, ja. Oh, shit. Welcher von denen war das? Wo kam das her? Wow. Also die Kohle kann sich hier echt sehen lassen. 180 Taler. Jetzt kommen hier die ganzen Konter und die Situationskommandos. Beim ersten Mal musste ich hier ewig lang suchen. Und dann kriege ich es die ganze Zeit. Ja, so ist das Spiel. So ist das nun mal. So zerbröselt der Keks nun mal. Und du bist am Nachdenken. Father. Dein Vater kann dir nicht mehr helfen, der ist tot. Gut, ich meine... It seems even your daddy has abandoned you. How sad. Eieiei. Ich meine, es hieß, sein Vater wird ewig über ihn wachen. Und sind wir mal ganz ehrlich, wer hätte nicht gerne Darth Vader ewig über einen wachen? Irgendwie hat das was. Aber im Moment haben wir nichts hier. Außer kleinen Gegnern, die uns nichts entgegensetzen können. Da wir mittlerweile einfach sehr stark sind. Ich meine, ich bin mittlerweile auf Level 44. Ich bin auch etwas überlevelt. Für meine normalen Verhältnisse war ich normalerweise... ja, normalerweise renne ich ein bisschen schneller durch die zweiten Besuche. Hier habe ich mir dann doch die Zeit genommen, die ganzen Speicherpunkte alle nochmal abzulaufen und einfach die Welt nochmal ein bisschen erkunden und ein bisschen mehr zu kämpfen. Du bist doch auch nicht dein Vater. That's not what you're supposed to be. You can't be Mufasa. You can only be you. Everybody believes in you as a king. They just want to see what you'll do. And if anyone's saying they liked your father better, it's because you haven't done much yet. That's all. I know that. Then stop moping and do something. I can't. Wieso nicht? Fine. Let's go, Sora. Yeah. Why stick around if he's not even gonna try? Come on, Goofy. The hesitant king will one day lose all his friends. King Shamanagato. Worried by a silly old ghost. Ooh, Simba, the do-nothing king.
No! Try and stop me. Fällt überhaupt nicht auf, aber ja, so. You did it! The ghost is gone! We knew you could do it! Hooray for Simba! You know, I'm really lucky to have friends who stand by me and help me see clearly. My father wasn't so fortunate. There you go again. I mean, everyone here and in the Pride Land wants me to succeed. Sora, Donald, and Goofy. Pumbaa, Timon, Rafiki, Nala. You all want what's best for me. But my father always had Scar lurking behind his back, trying to cut him down. Eben das was ich vorhin meinte. I've got to make the most of my blessings and rebuild this kingdom. Are you gonna say it or do it? Wait and see. Simba! Simba, come quick! There's a bazillion ghosts of Scar haunting the Pride Lands. Ja, es wird langsam Zeit. Everybody but Nala hightailed it out of there, and now she needs your help. Our little Simba, all grown up and finding his place in the world. Nice try. You're coming too. Ja. Und damit haben wir unseren guten Simba. Und jetzt gucken wir mal, ob er wirklich mal auch ein bisschen Taten folgen lässt. Es wird langsam mal Zeit, dass Simba seiner Rolle gerecht wird. I've come back, Nala. Jetzt verschwende, du bist hier unerwünscht, Geist. Schusch. Get out. Way to go, Simba. Oh. Da scheint sich auf jeden Fall wieder was zusammenzubrauen. Are you with me? Now and forever, Your Majesty. Und das können wir jetzt, das kann Simba jetzt mal nicht ganz alleine klären, dann das Monster von oben steuern. Das scheint also mehr zu sein als nur ein kleiner Geist. Was für ein Ungetüm. Also bisher habe ich, ich habe eine dunkle Wolke gesehen, aber okay. Jo, machen wir. Ist kein Problem. Die anderen sind weg. Rafiki, hast du noch was zu sagen? Okay. Gut, dann kümmern wir uns um das große Monster hier. Und ja, große Monster ist in dem Fall wirklich passend. Denn hier habt ihr den Grund, warum die Savanne so gigantisch ist. Denn hier haben wir den in Kingdom Hearts 2 größten Bosskampf. Und dieser hier beginnt erstmal mit einem Situationskommando, wo wir seinen Angriffen per Dreieck ausweichen müssen. Während Simba die natürlich alle direkt frisst. Und wenn wir ihn dann in die Flucht schlagen und K.O. schlagen, rennen wir hier an sein Auge und dann gibt es erstmal richtig aufs Maul. Und damit haben wir ihm schon großen Schaden zugefügt. Jedes Mal, wenn er den hier macht, wollt ihr euch in Sicherheit bringen. Wenn er seinen Kopf umdreht, können wir... Ah, okay, wir haben zu viel Schaden gemacht. Er wird uns jetzt schon versuchen. Mal in Sicherheit. Unser Ziel sollte es jetzt sein, zu seinem Auge zu gehen. Und ihr könnt hier mit der Hilfe von Reflekt-Kombos das Feuer auf ihn zurückparieren. Und dafür sorgen, dass er nicht uns zu viel Schaden zufügt. Wenn er den hier macht, können wir das Situationskommando wieder einsetzen. Und damit haben wir ihn jetzt eigentlich auch schon so gut wie tot.
Im Endeffekt ist es jetzt so, der Boss ist ein bisschen besonders. Wir können ihn nämlich nicht einfach so erledigen. Und wenn wir jetzt hier in die Flucht geschlagen haben und ihn wieder platt gehauen haben, können wir ihm jetzt erstmal wieder aufs Auge geben. Das wird den Guten aber nicht töten. Wie ihr seht. Stattdessen würde ich mal sagen, ich schmeiß mal eine Potion und eine auf Simba. Ich brauche ihn nämlich für die nächste Aktion. Und wir müssen uns jetzt auf ihn begeben. Und er wird jetzt hier anfangen, mit Magie zu spammen. Und euer Trick ist es hier, euch per... Schützt euch einfach per... Ihr schützt euch erst per Reflex und benutzt dann Simbas Limit und benutzt die Unverwundbarkeit durch Simbas Limit so lange, bis ihr seine Maske angreifen könnt. Und das reicht dann auch aus, um diesen gigantischen Herzlosen in die Flucht zu schlagen. Denn im Endeffekt ist es nur eine größere Variante von den Schamanengegnern, die diese Knochengegner, die wir schon die eine oder andere Male bekämpft haben. Im Endeffekt war es eine größere Variante davon. Dann haben wir es jetzt endlich geschafft. But I think, as long as the Keyblade stays with me, I'll have to keep fighting. Ah, the struggle never ends. That is the great circle of life. Never ever? The secret to victory is a strong heart. Das stimmt allerdings, ja. Go on, go on, go, go then! Go on, get out! Yes, yes, it is time! Your fight continues! Till we meet again, Your Majesty. I hope that's soon. It will be. So long. Und ich hoffe auch, dass wir diese Welt nochmal sehen in Kingdom Hearts 3. Da gibt's einen relativ guten zweiten Teil zu König der Löwen. Und wäre schon schön zu sehen, was so aus Simba geworden ist und dem noch ungeborenen Kind. Und ich ziehe euch nur auf wegen relativ guten zweiten Teil. König der Löwen 2 ist einer der besten Direct-to-DVD-Sequels zu Disney-Filmen. Und oh, eine neue Episode in Twilight, nicht in Twilight Town, in Radiant Garden und eine neue Episode bei Ariel. Das heißt, auch hier in Atlantica können wir es zu Ende bringen. Jetzt muss ich gucken, was haben wir denn noch ungefähr? Ja, ich denke mal, das kriegen wir noch rein. Was gibt's denn jetzt? Scheint in dem Fall jetzt endlich mal geklappt zu haben, ne? Okay. Gucken wir mal, was wir für einen Song vor uns haben. Oh, das ist doch schön. Gucken wir mal, ob das auch so stimmt. Na gut, Sebastian. Wisst ihr was? Ne, wir gucken erstmal noch nach Triton, was der zu sagen hat. Ich bin gespannt auf den Song. Na gut, dann gehen wir und bereiten uns auf den auf das große Finale, den letzten Song bei Ariel. Alle meine Freunde. Leider meiner Meinung nach der zweite Song, also der zweite Song hier, der wirklich nicht gut ist. Der Ursula-Song war cool. Die beiden Songs aus den Filmen waren natürlich top, ne? Der hier. Erstmal, hier müsst ihr jetzt eigentlich im Grunde genommen alles, was wir gelernt haben über die letzten
Songs zu... Ja, es ist halt quasi unsere Abschlussprüfung. Wir müssen jetzt alle unterschiedlichsten Situationskommandos einsetzen, um die Punktzahl hier von 30.000 zu erreichen. Was nicht wirklich schwer ist. Ihr seht, wir sind jetzt schon bei 23.000. Und wir kriegen dann auch noch... Also ihr seht, wir haben sie jetzt schon zusammen und wir kriegen dann später noch Spam-Befehle. Was ich sagen muss, ist, was mir gefällt, ist viele, also jeder der Charakter hat gute Zeilen bekommen. Donald singen zu hören ist immer das Lustigste, also das muss sein. Wenn der Song dabei noch gut wäre, wäre das natürlich der Hammer. Und boah, 15.000 Punkte für den einen alleine. Oh, das war gemein. Aber gut, haben wir noch hinbekommen. Ich denke mal, die 100.000 knacken wir noch. Jeder kriegt eine kleine Zahl. Aber wie gesagt, hier ist der Spam. Und die 100.000 haben wir geknackt. Ah, fuck. Jetzt habe ich es versaut. Jetzt sind die beiden daneben gegangen. Ajo, so ist es. Ja gut. Und damit haben wir auch diesen Song hinter uns gebracht. Ja. Ihr könnt davon halten, was ihr wollt. Ich bin nicht begeistert davon. Wenn ihr den mögt, ist... Ja, ist schön für euch. Dann ist das so... Ich weiß, die Welt ist nicht besonders beliebt. Ich bin auch nicht der größte Fan. Ich finde allerdings von all der Umsetzung in Kingdom Hearts... Oh, das haben wir auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Von all den Umsetzungen der Ariel-Welt in Kingdom Hearts ist es hier definitiv die beste. Also es wurde noch nie besser gemacht. Eine Blase. Das ist... Ja, ne? Aber ja, wir kriegen eine letzte Schlüsselsequenz. Schade, haben wir schon lange keine mehr gesehen. Aber Fisch Sora freut sich, wir freuen uns und damit ist unser Abenteuer unter den Wellen vorbei. Jetzt können die Sardellen mit den Frikadellen wieder irgendwelche Kamellen machen. Für die Leute, die das kapiert haben. Gut für euch, sehr schön. Ihr habt einen guten Seriengeschmack. Aber ja. Ob das irgendwann der Fall wird, wissen wir noch nicht. Kann sein. Ich meine, stören wird es mich nicht. Wir kriegen unser Eiselement und ein weiteres Horichalkum Plus. Und jetzt haben wir, glaube ich, 4 von den Gar-Zaubern freigespielt. Und dann würde ich mal sagen... Wir gucken mal nach Hollow Bastion, denn hier scheint auf jeden Fall auch wieder irgendwas im Argen zu sein. Wait a sec. I thought everything was supposed to be under control here. Das sieht irgendwie komisch aus. Normalerweise ist das blau, jetzt ist es eher. Normalerweise ist es eher blau, jetzt ist es mehr so golden. Das heißt, auch hier haben wir jetzt natürlich, wie soll es anders sein, wieder mal alle unsere Speicherpunkte verloren. Hast du irgendwas Schönes im Angebot? Nee, nur das, was wir immer schon im Angebot hatten. Soll so sein. Waffen gibt es auch keine neuen mehr für Donald und Goofy, glaube ich. Wobei man auch sagen muss, die Waffen, die wir haben, sind mittlerweile deutlich besser. Hey, Cloud. Ja, toll. Sehr, 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 sehr zuvorkommend.
mitgekämpft hast du aber trotzdem in der großen Schlacht und da waren wir auch sehr dankbar für. Hey, Dagobert. Ah, oh, die Quest nach dem besten Eis. Er hat's geschafft, es ist wieder da. Meersalzeis. Huh. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir es hören. Du hast vergessen, wie man das gemacht hat? Dann gucken wir mal, was hat's denn Schönes drauf, das gute alte Meersalzeis? Sehr schön. Mhm. Eigentlich sollte Donald das bekannt vorkommen, aber das darauf wird nicht reagiert. Wichtig ist jetzt noch. Aber warte, keine Belohnung. Ja gut, ne? Es ist Dagobert, natürlich hilft er uns nicht. Aber ja, wir haben genug Donnersprüche eingesammelt. Die Sachen haben wir alle. Unsere Herstellung verläuft eigentlich gut. Und Cyanid und Donnersplitter. Uns fehlt schon noch einiges an Materialien, aber das werden wir später irgendwann noch zusammensammeln. Ich würde aber auch sagen, ich werde hier die Episode beenden. Und beim nächsten Mal gucken wir, was hier abgeht in Hollow Bastion. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier. Bis dahin, ciao Leute. Oh, jetzt rede ich.